Freude trunken preisen etliche YouTuber seit geraumer Zeit das Carcamping im Tesla Model Y mit Tesla Camp Mode und einer maßgeschneiderten Matratze. Einfach losfahren und überall sein Nachtlager aufschlagen. Abenteuer pur, so der verheißungsvolle Gedanke, der auch mich infiziert hat. Doch welche realen Nutzungsszenarien gibt es für einen solchen Minicamper mit E-Antrieb? Und wer mag sich schon gern aus freien Stücken auf 2,5 Quadratmetern zusammenfärchen? Und warum überhaupt? Ist es wirklich die Suche nach dem Abenteuer? Oder ist es eher Armut, Geiz und die stille Freude, sich selbst auf kleinstem Raum zu quälen? Oder ist das alles eine auf Hype getriebene Luftnummer gegen Bezahlung, bei der Hersteller ihre Carcamping-Produkte mit viel Aufwand in die Öffentlichkeit zerren wollen und Influencer dabei nur allzu gern mitverdienen? Ja, bitte entschuldigt, das ist gleich zu Beginn ein wenig zugespitzt, aber das muss nun mal sein. Denn ansonsten würde dieses Video nur ein weiteres Filmchen im Reigen endlos vieler PR-Videos zum Tesla Carcamping sein. Aber der Reihe nach. Dieses Video sollte ganz anders werden als das, was es nun geworden ist. Ich wollte mich mit Carcamping, dem Tesla Camp Mode und der in diesem Zusammenhang wichtigsten Frage beschäftigen. Was taugt die Expat Megamat Auto? Die vermeintlich beste Carcamping-Matratze im harten Alltagstest. Dazu wollte ich auf einen großen Roadtrip gehen, von München nach Hamburg, mit einer Probenacht vor meinem Elternhaus, einer Nacht auf einem Campingplatz und einer weiteren Nacht Wildcamping auf einem Rastplatz, auf das ich euch ausreichend viele Eindrücke präsentieren kann, ob und wie gut diese Matratze tatsächlich ist. Also das war zumindest mein Plan, aber dann kam alles doch ganz anders und das Thema dieses Videos drehte sich. Ich hatte dir von Anfang an gesagt, dass du kein Camper bist. Nun, lassen wir das mal an dieser Stelle einfach so stehen. Seht und hört selbst, warum die Expat Megamat Auto eine der, wenn nicht gar die beste Matratze fürs Tesla Carcamping ist. Und warum Carcamping an sich trotzdem eine ziemliche Luftnummer ist. Oh, ist der jetzt etwa doch noch zur Einsicht gekommen? Das alles heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Fangen wir ganz einfach an und holen kurz all die mit ins Boot, die sich bisher noch nicht so intensiv mit dem Thema Carcamping beschäftigt haben. Camp Mode, so nennt Tesla einen speziellen Modus seiner Klimaanlage, mit dem es dank Akkutechnik möglich ist, das Umluftsystem rund um die Uhr zu betreiben und das E-Auto so in einen wohlklimatisierten Minicamper zu verwandeln, also zum Beispiel ohne beschlagene Fensterscheiben am nächsten Morgen. Diese Funktion hatte mich bereits vor dem Autokauf getriggert. Warum? Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Von Haus aus bin ich ein eher bequemer Typ. Oder wie meine Frau zu sagen pflegt: Du bist kein Camper. Du magst es, in einem schönen Hotel mit Bad und WC zu übernachten. Genauso wie ich. Ja, nicht ganz falsch. Aber das war damals die Zeit der Pandemie, als die Zahl an Camperverkäufen drastisch explodierte. Und fast jeder YouTuber, der etwas auf sich hielt, ging mit einem Van auf Tour durch Europa und dokumentierte seine Abenteuer. Diese endlos vielen YouTube-Videos zeigten auch bei mir Wirkung. Die Camping-Idee triggerte mich. Und dann war da ja auch noch mein eher verunglückter Campingversuch vor 3 Jahren mit einem Zelt bei einem Musikfestival. Hatte ich an anderer Stelle schon einmal erzählt. Kurzum, mit dem Thema Camping hatte ich noch eine Rechnung offen. Da kam der Tesla mit dem Camp Mode gerade richtig. So hatte ich die großartige Idee, nun ebenfalls zu einem echten Camper zu mutieren. Meine Frau hielt und hält das für ziemlich irre. Sie tat das auch hier auf meinem Kanal schon offen kund. Du bist kein Camper. Ja, aber wo kommen wir dahin, wenn einem die eigene Frau erzählen will, was man ist oder auch nicht ist? Also habe ich in den zurückliegenden Jahren endlos viele Campingutensilien gekauft, auf das ich beim nächsten Campingversuch bestmöglich vorbereitet bin. Ich erwarb unter anderem einen Autokühlschrank, eine Powerstation und diverse Matratzen in unterschiedlichsten Längen und Breiten. Denn getrieben von den vielen Bildern, die YouTuber rund ums Model Y und dessen Camp Mode produzieren, hatte sich auch bei mir der Gedanke breit gemacht. Du hast einen Tesla, dieser hat einen Camp Mode, also wirst auch du nun zu einem dieser coolen Carcamper. Was man schnell feststellt, es ist egal, ob du einen Kühlschrank im Tesla eingebaut hast, eine Powerstation für die Espressomaschine mitführst oder gar eine Trockentrenntoilette besitzt. Alles steht und fällt mit der Qualität der Schlafunterlage. Wichtig ist der Schlaf und die Qualität der Matratze.
Entsprechend groß ist auch die Zahl an Videos zu diesem Thema. Und diese Videos funktionieren fast immer nach dem gleichen Schema. Der Matratzenproduzent überlässt einem Influencer sein Produkt zum Testen. Dieser breitet die überlassene Matratze fix im Wagen aus, legt sich einmal kurz drauf und erzählt dann nicht selten, dass man unerwartet gut darauf liegt. Häufig garniert mit dem Hinweis, dass das Video unabhängig sei. Und um diese Unabhängigkeit noch weiter zu unterstreichen, wird darauf verwiesen, dass man den Boden nur ganz wenig spüre. Nun, was soll ich sagen? Ich wollte das ein klein wenig anders angehen. Denn anders als die jungen Kollegen bin ich schon über 50. Mein Rücken macht häufiger Probleme und angesichts meines Gewichts kann und will ich mir nicht das Gefühl gönnen, nach einigen Minuten bereits die Bodenplatte zu spüren. Also keine Experimente. Stattdessen ein recht klarer, persönlicher Praxistest nach dem Motto: Recherchiere die vermeintlich beste Matratze fürs Tesla Model Y. Erwirb sie dann auf eigene Kosten und teste sie anschließend auf einem mehrtägigen Roadtrip. Sofern das dann in die Hose geht, ist der Drops ohnehin gelutscht. Dann ist das Thema Carcamping im Tesla Model Y ein für alle Mal gestrichen und meine Frau hätte gewonnen. So einfach. Von wegen: Du bist kein Camper. Also recherchierte ich nach der vermeintlich besten Matratze fürs Tesla Model Y. Vor allem in den einschlägigen Foren fürs Carcamping im Allgemeinen und Tesla im Besonderen. Ich kürze es an dieser Stelle einfach mal kurz ab. Die vermeintlich beste Matratze fürs Tesla Model Y ist die Megamed Auto des Schweizer Outdoor-Ausstatters Expert. Warum das so ist? Ich will es an dieser Stelle gar nicht erst groß besprechen. Lest es einfach selbst nach. In der Beschreibung hier unter dem Video verlinke ich zu einigen Quellen und Foren, die diese Annahme sehr stark stützen. Entsprechend war diese Matratze im zurückliegenden Jahr enorm gefragt und noch schneller ausverkauft. Allein der Preis ist ein klein wenig shocking. Jetzt bitte festhalten. UVP 450 Euro. Und trotzdem war die Matratze lange Zeit gar nicht verfügbar. Und auch als die Neuauflage nun im Frühjahr 2024 auf den Markt kam, war bei kaum einem Händler eine Preissenkung zum UVP auszumachen. Vor einigen Tagen hatte ich dann allerdings doch ein wenig Glück und konnte die Megamed Auto für rund 380 Euro erwerben. 380 Euro? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Nun ja, meine Frau fand's erneut recht irre. Wie hätte es auch anders sein sollen? Aber ich bestellte das Ding. Sollte es durchfallen, würden sich sicherlich viele andere Verrückte finden, die das Ding zum gleichen Preis wieder abkaufen würden. So zumindest meine Überlegung. Also entwickelte ich die Idee für dieses Video. 3 Tage lang Roadtrip mit der Expert Megamed. Von München nach Hamburg an einem Wochenende, da ich dort gern ein Gig von DJ Moose T besuchen wollte. Meine Frau meinte nur: Wenn es für deinen Seelenfrieden wichtig ist, dann fahr halt. Also fuhr ich los. Es sollte auf direktem Weg nach Hamburg gehen. Ich hatte sogar schon einen netten Campingplatz in den Outskirts von Hamburg gebucht. Für den gleichen Abend. Aber ich startete zu spät und der Tesla brauchte inklusive aller Stops zum Nachladen halt ein wenig länger. Mein Tesla Navi erzählte etwas von 10 Stunden Fahrt von München bis zu jenem Campingplatz bei Hamburg. Zu lang, um rechtzeitig bis 19 Uhr an der Rezeption anzukommen. Wie immer zu spät gekommen. Also disponierte ich um. Da das Gig in Hamburg erst für den kommenden Abend angesetzt war, nahm ich bei Kassel die A44 und fuhr zuerst in meine Heimatstadt Bielefeld, um dort meine restliche Familie zu besuchen. Den Campingplatztest verschob ich kurzerhand auf den Tag nach dem Gig. Was rückblickend eine sehr gute Idee war. Denn so konnte ich am Abend nochmal einen abgesicherten Matratzen-Pretest machen. Direkt vor der Haustür meines Elternhauses. Sollte es zu übel werden, würde ich einfach wieder aussteigen und das warme, bequeme Gästezimmer aufsuchen. Bereits auf der Fahrt in Richtung Norden machte ich so einige Fragen aus, die sich stellen, wenn man auf einen solchen Roadtrip geht. Zum Beispiel: Was ist sinnvoller? Bläst man die Matratze bereits zu Beginn der Fahrt auf und belässt sie im Fond? Für den Fall, dass man müde wird und ein kleines Nickerchen machen möchte? Oder breitet man sich erst am Zielort aus? Und wie hast du dich nun entschieden? Tatsächlich, man kann das so oder so halten. Ich entschied mich dafür, mit ausgebreiteter Matratze loszufahren. Warum? Nun ja, irgendwie hatte ich die irre Vorstellung, dass ich mich bei Müdigkeit für einige Minuten dort hinlegen würde. Fakt ist, ich war zwar zwischendurch müde, aber hinten reingelegt habe ich mich trotzdem nicht.
Ja, ich habe zwischendurch überlegt, aber dann stand ich in einem Rastplatz und die Vorstellung, vor allen anderen Reisenden hinten in mein Auto zu kriechen, erschien mir very cringe. Die anderen würden sicherlich nach einer versteckten Kamera suchen. Vor der Fahrt machte ich aber auch noch andere Fragen aus. An Bord hatte ich alles, was ich auf diesem Trip vielleicht noch hätte brauchen können. Meinen wunderbaren Autokühlschrank, meine große Powerstation, diverse Strand- und Campingsitze und natürlich auch mein Kameraequipment, diverse Lebensmittel und Getränke sowie meinen Koffer. Es stellte sich halt bloß die Frage, wohin mit all dem Kram? Vor allem, wenn man hinten eine ausgebreitete und aufgeblasene Matratze hat. Immerhin, noch vor Abfahrt hatte ich festgestellt, dass mein E-Bike nicht mehr reinpassen würde. Bei zusammengerollter Matratze hätte das vielleicht noch irgendwie gepasst. Aber so? Nee, keine Chance. Richtig lang habe ich überlegt, wohin mit meinem tollen Kompressorkühlschrank. Den hast du doch bereits seit 3 Jahren. Aber bei einer Fahrt war er noch nie dabei. Also meine erste Idee vorne rein, in den Fußraum des Beifahrersitzes. Aber da passte er einfach nicht rein. Zweite Idee, hinter dem Beifahrersitz. Dort passte er. Allerdings konnte ich ihn dort nicht mehr öffnen, da die Rücksitze samt Kopfstütze umgeklappt waren und die Matratze darüber lag. Also ebenfalls keine gute Idee. Dritter Gedanke, packen wir das Ding doch einfach in den Trunk, den zweiten kleinen Kofferraum unterhalb des großen Kofferraums. Ja, der Platz ist ausreichend. Man kann dort auch das Kabel zur 12-Volt-Steckdose verlegen. Aber da unten in dem abgeschlossenen Raum zirkuliert die Luft nur sehr schlecht. Der Kompressorkühlschrank benötigt jedoch ein gewisses Maß an kühler Frischluft. Ich habe ihn für einige Zeit dort unten laufen lassen, was allerdings keine besonders gute Idee war. Bereits nach einigen Minuten war es dort viel zu heiß. Ich möchte gar nicht erst wissen, wie das im Hochsommer bei echter Hitze ist. Nein, keine gute Idee. Das Ding ist ja auch viel zu groß. Für all die klugen Zuschauer, die in diesem Zusammenhang auf die kleinen, passgenauen Tesla-Kühlschränke als Alternative hinweisen. In der Praxis sind diese für mich zumindest keine echte Alternative. Entweder zu klein oder im Zweifelsfall würden andere Sachen wie Koffer immer im Weg stehen und den Zugriff auf ein gekühltes Getränk verwehren. Bleibt nur eine Erkenntnis, wer mit seinem Tesla richtig gut ausgestattet auf Roadtrip gehen mag, muss sich sehr genau überlegen und entscheiden, welche Tools und Gadgets er mit dabei haben möchte oder auch muss. Alle Lieblingsgeräte im Auto mitnehmen, das wird eng und klappt im Zweifelsfall nur mit größter Anstrengung. Womit wir auch noch zu meiner Powerstation kommen. Auch diese hatte ich auf dem ersten Fahrtabschnitt irgendwie im Auto untergebracht. Nicht, dass ich sie wirklich gebraucht hätte. Der Tesla hat ja ausreichend Energie an Bord. Meine Überlegung war jedoch, dass es bei einem längeren Roadtrip schon ganz nett wäre, sie vielleicht dabei zu haben. Zum Beispiel, um meiner Frau zwischendurch einen Kaffee zu kochen. Jeder normale Mensch holt sich dann bei Starbucks oder an der Tankstelle einen Coffee to go. Also Herrgott, nun lass doch mal. Meine Idee war, dir auch mobil einen kleinen Espresso zuzubereiten. Und dazu benötigt man nun mal mehr Energie, als die USB-C-Anschlüsse des Tesla hergeben. Aber nun gut, auf diesem Trip war Madame ja nicht dabei und die Powerstation somit nicht wirklich nötig. Also flog die mobile Energiequelle beim Zwischenstopp am Elternhaus erstmal wieder raus. Denn ich merkte, ich brauche mehr Platz. So saß ich also nun vor der Garage meines Elternhauses und packte viel hin und her, bis mein Schlafplatz für die Nacht am Ende so halbwegs stand, inklusive passendem Bettbezug. Mir schien das alles durchaus schick und angenehm. Meine Frau meldete sich erneut aus der Ferne. Erzähl mir bitte nochmal. Warum haben wir dieses Expert-Ding für 400 Euro gekauft? Weil das hier die vermeintlich beste Matratze fürs Tesla Model Y ist. Sagt wer? Kann man in einschlägigen nationalen und internationalen Tesla-Foren nachlesen. Denn das ist keine Luftmatratze, sondern eine High-End-Matratze mit einer inneren Wabenstruktur. Das ist Technik, die man sonst am Mount Everest oder in den Alpen einsetzt. Merkt ihr's? Der hat die Sprüche des Herstellers bereits verinnerlicht. Mein Kartoffelheld ist gedanklich bereits auf dem Weg zum Matterhorn. Nein, ich bin ein Roadtrip-Typ, der die Nacht, wenn möglich, gern in einem Hotel verbringt. Aber in speziellen Fällen möchte ich halt gern eine mobile Alternative haben. Zum Beispiel, wenn ich zu einem Konzert, Event oder Festival unterwegs bin und es keine passende Übernachtungsmöglichkeit gibt. Das klingt, als ob du zum Hardrock nach Wacken fährst.
Aber tatsächlich bist du bei einem Club-Event auf der Reeperbahn. Da gibt's doch sicherlich herrliche Hotelzimmer. Sind wir jetzt auf einmal geizig geworden? Nicht doch, ganz im Gegenteil. Da könnte man ein Hotelzimmer nehmen. Aber das bringt ja nichts. Die Party steigt abends ab 23 Uhr und dürfte erst in den frühen Morgenstunden zu Ende gehen. Da käme ich so in der Morgendämmerung ins Hotel und müsste 3-4 Stunden später wieder aufstehen. Da geht's nun nach der Feier direkt ins Auto. Und da kann ich dann nach Lust und Laune neue Energie tanken, bis ich wieder frisch bin für die Weiterfahrt. Erzähl, wie willst du das Ding jetzt testen? Heute Nacht werde ich die erste Nacht im Tesla mit der Expert-Matratze verbringen. Direkt hier vor meinem Elternhaus. Heißt, wenn es allzu schrecklich ist, ziehe ich heute Nacht einfach ins Haus zurück. Es ist sozusagen ein Test auf Probe. Diese Option hast du einen Tag später in Hamburg nicht mehr. Da heißt es dann Zähne zusammenbeißen. Richtig, ich fahre direkt zur Party auf die Reeperbahn. Der Wagen kommt in ein Parkhaus und wenn die Party in den frühen Morgenstunden vorbei ist, fahre ich raus zu einem ruhigen Parkplatz am Meer. Ist kein Problem, denn an solchen Abenden trinke ich ja nichts. Dort schlafe ich auf meiner tollen Matratze aus. Bis spätestens zum Nachmittag. Dann checke ich zu einer weiteren Nacht auf einem tollen Campingplatz an der Elbe ein. Und wenn es richtig schrecklich ist, dann schmeißt du diese blöde Luftmatratze in die Elbe? Und das Thema Camping ist endlich beendet? Naja, dann würde ich in allergrößter Not wohl doch noch ein Hotel aufsuchen. Nichts da. Du wolltest diese Matratze für 400 Euro. Jetzt schläfst du auch darauf. Ein komplettes Wochenende. Ja, das werde ich auch tun, denn ich möchte ja richtig testen. Nicht wie die anderen, also ausrollen, einmal drauflegen und dann erklären, hey, das Ding ist toll. Das wird nichts daran ändern. Es ist und bleibt Camping. Und du bist halt kein Campingtyp. Das werden wir sehen. Ich melde mich später noch einmal, wenn ich zur ersten Nacht mit unserer High-End-Matratze in den Tesla steige. Wenn das mal nicht in einem One-Night-Stand endet. So, es ist jetzt kurz nach eins und es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Wir gehen raus in den Tesla und werden die erste Nacht auf der Expert-Matratze verbringen. Das Bett ist bereitet. Raus geht's.